Moin Leute, willkommen in diesem Video. Dieses Mal ist es ein Let's Play Video. Ich habe mir überlegt, dass ich einmal in der Woche ein Let's Play für euch machen werde, in dem ich einfach so ein bisschen erzähle. Entweder über mich oder über das Spiel. Heute soll es ein bisschen mehr über mich gehen. Hat einfach den Hintergrund, durch die ganzen Guides und diese Geschichten, die ich hier hochlade, damit will ich euch einfach zeigen, wer so hinter diesen ganzen Videos steht. Wer ich bin, wie ich so spiele, was ich so mache und so weiter und so fort. Also, ich fange erstmal so ein bisschen zu mir persönlich an. In echt heiße ich Tim oder Timbo, Spitzname. Vielleicht auch Timbo Moto, so kennt ihr mich von hier oder von Twitch. Der Name hat sich mal so ergeben, weil ich ursprünglich angefangen habe auf YouTube Motovlogs zu machen, in meinem anderen Kanal, da ich Motorradfahrer bin. Es hat mir zwar diese YouTube-Geschichte, dieses Video bearbeiten, hochladen, gucken, was so passiert, Kommentare und so, hat mir zwar schon Spaß gemacht. Allerdings habe ich beim Motorradfahren gemerkt, dass es mir auch ein bisschen Spaß an dem Hobby genommen hat, weil das ist einfach so. Losfahren, abschalten, Natur genießen, Ruhe genießen, wenn du dann auch so alleine unterwegs bist. Das ist dadurch ein bisschen verloren gegangen. Dann habe ich über den Winter angefangen auf Twitch zu streamen. Let's Play halt, WoW. Und da war es halt so genau das Gegenteil. Das hat mir das mein persönliches Spielerlebnis sogar noch gepusht vom Spaß her. Weil ich auch immer schon gerne anderen Leuten irgendwie was gezeigt habe oder irgendwie Wissen weitergegeben habe oder ja, wie auch immer. Und außerdem gebe ich mir selber gerne Aufgaben, damit ich was zu tun habe, beschäftigt bin. Und dabei schalte ich halt sehr gut ab. Ja, so kam das alles, dass ich jetzt hier bin und ein Let's Play für euch aufnehme. Ja, ich bin 33 Jahre alt, noch nicht ganz, erst im Mai, sehr bald. Spiele WoW seit, ja, ich glaube 3 oder 4 Monate nach der Beta-Release, damals habe ich angefangen. Müsste 2005 gewesen sein, da war ich im zweiten Ausbildungsjahr. Damals gab es für mich auch noch nicht viel anderes, außer die Ausbildung und WoW. Irgendwann kam natürlich meine erste feste Freundin dazu. Ich glaube, die hat mich das Spiel auch gekostet am Ende, weil das Spiel einfach wichtiger war, als ja, ihr irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Scheißegal. Ist so. Ist wie es ist. Mittlerweile habe ich 3 Söhne. Eigene. Noch einen 4. als Patchwork-Kind dazu. Also ich habe 2 Kinder mit einer Frau, mit der hat es leider nicht funktioniert. Dann haben wir uns getrennt, dann habe ich noch eine kennengelernt wieder. Mit der bin ich auch immer noch zusammen, glücklich. Sie hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht und ich habe meine beiden. Und dann haben wir noch ein gemeinsames. Jetzt haben wir den Patchwork-Traum auf Erden, sage ich mal. Und insgesamt 4 Jungs, wenn die denn mal alle hier zusammen auf einem Haufen sind. Ist immer gut was los. Dann arbeite ich eigentlich auch sehr, naja, was heißt sehr viel, also relativ viel und es ist auch relativ, jetzt nicht rumheulen und sagen, dass es stressig ist, aber es ist schon sehr fordernd. Und deswegen ist dieses Spielen und dieses Streamen und so einfach sehr gut für mich. Mental, weil ich einfach total dabei abschalte, wenn ich mich in ein YouTube-Projekt hänge oder ja, einfach live bin oder was auch immer. Wenn ich zum Beispiel Fernsehen gucke, dann habe ich das nicht, dann denke ich immer noch über zig andere Sachen nebenbei nach. Was kann ich morgen machen? Wie fange ich morgen an auf der Arbeit? Was ist da noch zu tun? Und ja, und so weiter und so fort. Und ins YouTube, in Stream oder ins Game generell, da stecke ich mich
meistens komplett rein mit den Gedanken. Und deswegen bin ich da einfach komplett abgeschaltet. Ja, und das tut mir halt einfach gut, ne? Sag ich mal. So, Alter, Kinder, haben wir. Dann habe ich eigentlich fast jedes Add-on. Also ich habe die 15 Jahre natürlich nicht durchgehend durchgespielt. Ich hatte auch meine Pausen. Habe aber fast jedes Add-on, was neu gekommen ist, geradet. Die ersten sogar ziemlich im Progress-Level. Ich habe in WOTLK war das. Ja. Da habe ich mit meinem Bruder zusammen Enhancer Shami gespielt und da haben wir uns sogar in der Weltrangliste bei einigen Bossen platzieren können. Aber seitdem ich eher auf Familie getrimmt bin, spiele ich schon ein bisschen casual-mäßiger. Was auch völlig in Ordnung ist für mich. Ich brauche dieses ganze andere nicht mehr. Ich bin jetzt aktuell, würde ich schon gern mal wieder ein bisschen was mehr erreichen, wie ich aktuell habe. Das hat jetzt aber nicht viel mit Progress zu tun, sondern ich bin einfach traurig darüber, dass unsere Gilde so oder meine Gilde so eingeschlafen ist. Ich würde mir aktuell gerne, wahrscheinlich werde ich mit meinem Bruder zusammen, weil der hat jetzt auch wieder Retail angefangen, eine Gilde gründen oder so, wo ich einfach während meinen Streamtagen, das ist zweimal in der Woche, irgendwie Keys pushen kann. Damit ich auch mal irgendwie eine Stammgruppe habe, mit der ich mal 20er Keys angehen kann. So zum Beispiel, weil das kann man random einfach total knicken hier bei uns auf dem Server oder generell. Wahrscheinlich wird man mal eine Gruppe finden, wo es möglich ist, aber das ist ja Stress pur. Der Weg dahin. Ja, und das wäre halt schon so mein Ziel. Ich muss jetzt nicht unbedingt in die Rangliste der Time Runs kommen, aber ich würde schon gern eine Rio-Wertung von mindestens über 3K haben, ne? Vielleicht sogar 4. Aber 3 wären schon gut. Oder wenigstens mal zweimal in der Woche mit derselben Gruppe spielen oder einmal in der Woche, wird ja auch schon reichen. Ich stelle mir das so vor, dass man sich irgendwie 2 Tage die Woche trifft und dann jeden Tag ein Key vornimmt und den dann hochspielt. Ja, ich habe in BFA angefangen mit meinem Schurken. Das war auch mein erster Char in Classic. Hab da aber nicht viel gespielt. Nur mal hochgespielt auf 120, dann habe ich irgendwie pausiert. Dann habe ich mir die Shadowlands Epic Edition hier gekauft und habe mir einen Monk auf 120 geboostet. Da kennen einige vielleicht den Healer Guide von. Hab den als Heal gespielt. Das hat auch mega Spaß gebracht. Ja. Und jetzt spiele ich gerade, wie ihr seht, einen Krieger-Tank. Das ist dann mein Twing, mit dem bin ich gerade bei 441. Ich glaube, der Monk ist bei 467 oder so. Ich weiß jetzt nicht, warum der mich hier sterben lässt, weil Mana hat er eigentlich. Battle Rats ist raus, kann aber nicht annehmen. Okay, war wohl kein Battle Rats. Egal. So, der Monk ist, glaube ich, bei 467, habe ich gesagt, ja. Der liegt aber im Moment ein bisschen auf Eis. Shame on me. Meistens stecke ich immer meine ganze Aufmerksamkeit in einen Char rein. Wo sind denn die Getarnten hier? Da. Gefunden. Ja, und der Krieger schockt halt einfach. Weil für mich, ich habe den in Warlords of Draenor habe ich den gespielt. Da gab es doch die Gladi-Skillung. Das war eine Death-Skillung, mit der man aber Damage gemacht hat. Also mit Einhandwaffe und Schild und ist trotzdem halt ein DD. Habe ich den gespielt und dann halt als Second Tank in der Gilde fungiert.
Das war ganz witzig. Ja. Und dann aber nie weiter angefasst. Und jetzt habe ich den mal hochgespielt mit dem 100% Buff. Weil für mich ist dieser Taurenkrieger Light Classic irgendwie so festgesetzt. Das ist der Main Tank, ne? Genauso wie für mich ein Priester immer der Heiler bleiben wird. Mir ist bewusst, dass es mittlerweile Klassen gibt, die das eigentlich theoretisch besser können. Aber für mich ist es halt einfach so. Und bleibt auch so. Auch wenn das jetzt eine dumme Aussage war. Es ist jetzt einfach subjektiv. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Aber irgendwie ist der Wurm drin. Der Heiler kriegt hier irgendwie gar nichts geheilt. Naja, ist auch egal. So, jetzt wisst ihr schon, dass ich Familienvater bin, Motorradfahrer. Was ich so zocke und wie ich so zocke. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ob sich da irgendwas ergibt bei mir und meinem Bruder in Zukunft. Weil das ist so witzig, dass wir damals eigentlich, na gut, er hat einen Monat oder so vor mir angefangen mit WoW. Aber wir haben bis auf dieses Addon, was ich vorhin meinte, WoTLK, mit den Enhancer-Charmies, haben wir kaum zusammengespielt. Immer so jeder für sich und das ist eigentlich total schade, weil es hat mega Spaß gebracht, mit ihm zusammen zu spielen und ich würde das gerne wieder tun. Deswegen hoffe ich, dass es so kommt. Und bin auf jeden Fall gespannt, was denn da so passiert. Wenn ihr Lust habt, irgendwie was aufzubauen, so eine kleine Gilde mit einem Spielerpool, die sich an Keys um die 20 orientieren möchten, schreibt gerne in die Kommentare, dann können wir gemeinsam was planen oder erstellen. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Ziel wäre es natürlich, eine feste 5er-Stammgruppe zu haben, aber ich denke mal, wenn man irgendwie einen Spielerpool hat in der Gilde von, naja, 20 aktiven Leuten oder so, wo man sich dann abends einloggt und sagt, ja, wer hat Bock auf das und das und kann man halt auch machen und nebenbei hat man dann halt irgendwie 3, 4, 5er-Stammgruppen, die untereinander sich organisieren und absprechen, wie und wann die halt zocken wollen. Irgendwie sowas in der Richtung würde ich mir ganz cool vorstellen. Ob das Realität wird oder nicht, das wird sich zeigen. Ich hätte Bock. Weil random ist es halt einfach zu stressig, da M-Plus technisch was zu erreichen. Das habe ich ja mit meinem Monk gemerkt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich mit dem relativ gut war. Und trotzdem bin ich kaum vorangekommen. Weil du einfach von 4 Gruppen über 10, also über 10er Keys jetzt, 3 Fail-Gruppen hattest. Und das zehrt nicht nur an den Nerven, das ist halt einfach, ja, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ich habe letzte Woche, Freitag habe ich, glaube ich, kurz gestreamt abends noch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist auch egal, darum geht es ja nicht. Jedenfalls hatte ich da einen Abend 6 Keys, random, hier mit dem Krieger sogar, Low Keys. Und alle 6 Gruppen sind gefailed. Warum auch immer. Mit diesem Anstacheln-Debuff, erst gehen die rein, pullen alles und bomben alles weg. Dann sind die Mobs natürlich so gebufft, dass es nicht mehr gegenzuheilen war für unseren Heiler. Konnte auch gar nichts für. Zum Beispiel in der einen Gruppe, weiß ich noch, haben sich 2 irgendwie gestritten, bis der eine rausgegangen ist, weil die sich gegenseitig so kaputt geflamed haben. Ja, dann gab es noch Disconnects und einfach so keinen Bock mehr, weil zu viele Fails. Und ja, da habe ich dann irgendwie eine Viertelstunde vor 12. Um 12 wollte ich eigentlich Feierabend machen. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, ich bin jetzt gerade so sauer.
zu Enrage nah. Ich mache hier aus, weil sonst kriege ich noch irgendwie einen Timebann auf Twitch oder so. Und ich bin eigentlich immer mega gechillt. Aber da war ich wirklich mal kurz davor, richtig Rage zu gehen. Weil das einfach... Das ist ja nicht nur... In dem Moment habe ich irgendwie gedacht, das ist ja nicht nur jetzt kacke gelaufen. Irgendwie war das ein kompletter verschenkter Abend für mich. So habe ich in dem Moment dann irgendwie gedacht. Obwohl das Zocken natürlich trotzdem Spaß gemacht hat, aber ich bin halt irgendwie nicht weitergekommen, ich habe nichts erreicht und das hat mich in dem Moment so gestört. Ist eigentlich auch nicht so meine Art, aber da war es halt so. Und ich glaube, das ist auch mal in Ordnung. So, wenn ich mir jetzt den Mob hier angucke, der hat auch schon irgendwie, ja, 8 Anstacheln Bass, weil sie erst die Kleinen hier alle wegnatzen. Und jetzt kriegen sie den hier nicht down. Das sind ja so die Sachen, die ich meine. Kann ich jetzt hier einen Schildwall ziehen? Bei so einem blöden Trash-Mob. Wobei, ich habe sogar alle Dev-CDs, die ich habe, gezogen. Oh, hier lebt ja noch einer. Er hat aber zum Glück keine Barts. Ja. So, ich habe ja kleine. Heute habe ich ja auch gestreamt. Allerdings musste ich ein bisschen früher aufhören, weil ich noch was vorhatte. Da. Nee, das war gestern. Gestern hatte ich. Das war so das Ding, was mir so gezeigt hat, wofür ich das hier alles so mache. Ich war bis letzte Woche, war ich glaube ich so 3-4 Wochen aufgrund von persönlichen Angelegenheiten, sag ich mal, so ungefähr 3 oder 4 Wochen inaktiv auf Twitch und hatte aber auf YouTube hier noch mein Guide online für den Monk und da hatte schon jemand kommentiert und ich habe das auf Twitch gesehen, dass er halt zwischendurch ein Follow da gelassen hat und der war dann da und hat gesagt, dass er so von YouTube kommt und den Guide for geil fand und jetzt viel weiterkommt mit seinem Monk und er hat noch eine kleine Donation da gelassen, ne? Nette Geste, aber darum geht's jetzt nicht. Da dachte ich mir, und der war dann heute auch wieder im Stream. Schöne Grüße an Brian an dieser Stelle. Und naja, nach dem Stream gestern, wo er dann da war, das hat mir einfach ein total positives Gefühl gegeben, ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnulzig oder sentimental, aber es ist halt einfach so. Das war so ein Ding, wo ich dachte, ja, für sowas machst du das hier eigentlich alles auch, ne? War einfach schön. Schön, schön. So, jetzt ist aber auch genug. Jetzt geht's mal hier weiter mit dem nötigen Ernst des Lebens. Die Frage oder die Sache ist, ich werde diese Dinger jetzt hier ja auch die Let's Plays regelmäßig hochladen, habe ich ja gesagt. Einmal in der Woche kommt ein Video. Und da gebe ich euch natürlich die Möglichkeit, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Wünsche habt, was ich euch zeigen soll, was ich mal spielen soll, worum das nächste Video gehen soll oder was auch immer ihr so auf dem Herzen habt. Oder wenn ihr meint, ey, Timo, spielt's voll kacke, macht das mal so und so, könnt ihr mir meinetwegen auch schreiben. Wenn das denn Hand und Fuß hat, dann freue ich mich sogar darüber, wenn ich da noch was lernen kann. ja. Dumme Kommentare lösche ich halt einfach, aber ich glaube nicht, das traue ich euch nicht zu. Ihr seid bis jetzt immer alle lieb gewesen. Macht es gerne, lasst es mich wissen, schreibt es drunter. Oder wenn es Verbesserungsvorschläge gibt. Ich kann mich nur verbessern, wenn ich es auch zu hören bekomme von euch. Deswegen scheut euch nicht, die Kommentarfunktion zu benutzen. Und den Kummerkasten zu benutzen, bitte. Warum stirbt die denn die ganze Zeit? Oh Mann, ey.
Muss man auch nicht verstehen, ne? Ist halt so. Dann sind den Boss wieder schön hochgeheilt, weil sie es nicht checken, da ins Blut reinzugehen. Defensivfertigkeit sitzt. Ja. Mir macht der Krieger oder der Tank hier einfach irgendwie mega Spaß. Auch wenn der relativ unspektakulär zu spielen ist. Ich habe schon gesagt, wenn ich so bei 460 angekommen bin oder so Keys über 10 spiele, dann werde ich zu dem hier auch nochmal werde ich einen Krieger-Tank Prot Warrior Guide auf YouTube bringen. Ich mache die Guides immer gerne erst dann, wenn ich selber der Meinung bin, dass ich diese Klasse annähernd perfekt spiele. Oder wenigstens so, dass ich halt dahinter stehe. Und auch in der Lage dazu bin, mit erfahrenen Spielern zu diskutieren. Ja, soll schon Hand und Fuß haben, das Ganze, wenn ich einen Guide bringe. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. So, jetzt nähern wir uns ja auch schon dem Ende. Wir sind hier beim Endboss. Guck mal kurz auf den Tacho. 22 Minuten, das ist ja ungefähr das, was ich wollte. Eine Dungeon-Länge kommt immer ganz gut hin. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich zurzeit am meisten sowieso M-Plus spiele. Das reizt mich halt am meisten. Dann bietet sich das ja fast an, das immer im Dungeon zu machen. Soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr jetzt jede Woche hier nur irgendwie einen Key zu sehen bekommt. Das kann halt auch einfach mal beim Twink-Leveln, beim Questen, beim Umhang, also Visionen oder Angriffe oder was war. Ist scheißegal. Einfach so, wie mir gerade danach ist. Weil ich denke mal, zu 50% gehen diese Let's Play-Videos ja eh um mich und die anderen 50% sind dann fürs Game oder so. Je nachdem. Jeder hat ja andere Interessen von euch. Müsst ihr wissen, wie ihr euch das für euch persönlich aufteilt. Heute habt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen Einblick in meine Person bekommen. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Noch besser wäre es, wenn ihr ein bisschen Bock gekriegt habt, in Zukunft noch mehr zu sehen. Oh, wie ich sehe gerade, wir brauchen noch Trash. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn dem so ist, dann abonniert gerne den Channel. Wenn ihr die Glocke dazu aktiviert, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Das wäre natürlich der Idealfall. Oh. Bin ich einfach so reingerannt. Ohne dass der Healer da ist, aber dank meines Schildblocks kein Problem. So, wann kommt der nächste Cast? Interrupten. Ja. Ich könnte natürlich auch mal ein Video machen, wo ich das ganze Spiel kommentiere. Oder meine ganzen Handlungen. Ich lasse mir da je nach Lust und Laune mal alles offen. Ne? Halt einfach, wie das so ist im Let's Play, wonach mir gerade ist. Heute war es mir wichtig, mich mal kurz vorzustellen bei euch. Die Geschichte hier mit dem Brian, die war mir auch relativ wichtig, weil die hat mich ein bisschen getriggert. Sie sind nicht so das Mega-Highlight, ne? Aber das ist halt einfach so ein persönliches Ding gewesen. So. Immerhin plus 2 gemacht. Das war doch auch ein schöner Abschluss. Jetzt will ich noch einmal in die Kiste reingucken. Wenn ich nicht im Kampf wäre mit irgendwas auch immer. Weil ich habe mit diesem Char irgendwie immer Pech. Ich krieg entweder nichts. Oder ich bekomme was, was ich nicht brauche.
Also ich habe schon relativ, naja, so viele Dungeons habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nie was für mich dabei ist. So, wir schauen mal rein. Es gab eine Linse. Die brauche ich aber, glaube ich, gar nicht. Leder. Kette. Kette. Ja, von den anderen ist auch nichts dabei. Hier habe ich immerhin eine Linse. Ich freue mich aber für ihn, dass wir seinen Key gepusht haben. Bye bye. Danke für den Run. Bis bald. Tschüss. Ich gehe jetzt offline. So Leute, und das Video ist auch beendet. Nächste Woche geht es dann weiter. Wie gesagt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch, ich gehe drauf ein. Oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Ich versuche euch, so gut wie es geht, gerecht zu werden. Okay. So, jetzt Tempo finden Ende. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Peace out.